Man liest immer wieder im Internet, wie Leute von heute auf morgen mit Aktientrading reich werden, dass Leute gelernt haben, wie man mit Hebelprodukten umgeht und dann auf einmal zu Millionären werden. Die Frage, die man sich aber am Ende immer stellt, ist, wie kann ich denn überhaupt davon profitieren? Also wie kann man das in der Praxis anwenden? Genau das werden wir uns heute anschauen in dem Video. Ich verrate dann, auf welchen Seiten man sich da anmelden sollte, damit man diese einzelnen Hebelprodukte nutzen kann, und erkläre die natürlich dabei. Und zusätzlich verrate ich noch eine Methode, bei der meiner Meinung nach relativ risikofrei getradet werden kann. Wie immer ist das Ganze natürlich keine Finanzberatung. Es ist nur Entertainment, und falls du dich jetzt wunderst, warum ich dir jetzt hier nichts verkaufe, nichts anbiete, keinen Trading-Kurs oder sonst was, dann liegt es daran, dass ich die Sachen hier kostenlos halte. Das heißt, du kannst mich gerne kostenlos unterstützen, einfach den Kanal abonnieren mit Glocke, dann bleibst du up to date und siehst auch immer wieder, in was ich investiere, beziehungsweise ich update auch mein Depot zwischendurch, und du kannst mich auch gerne kostenlos unterstützen, einfach einen Daumen nach oben da lassen. So, dann verschwenden wir auch keine Zeit und fangen direkt an. Ich werde dir in diesem Video drei verschiedene Plattformen vorstellen. Zuallererst wird es die Comdirect sein, danach Trade Republic und zu guter Letzt dann der CapTrader, und ich werde es in diesem Video relativ simpel halten. Wir beziehen uns halt hauptsächlich auf die Praxis. Bei der Comdirect musst du natürlich zuallererst dann eben ein Depot eröffnen. Sobald du das Depot eröffnet hast, hast du noch die Möglichkeit, ein CFD-Konto zu eröffnen. Sobald du dieses CFD-Konto eröffnet hast, musst du dann eben Geld darauf überweisen. Also du kannst quasi auf dieses CFD-Konto Geld überweisen, kannst hier dann auf CFD-Handel draufklicken und dann den CFD-Handel starten. Danach gelangst du in so ein anderes Fenster, wo du dann eben auch Charts sehen kannst, wie zum Beispiel auch bei TradingView, falls der eine oder andere von euch das kennt. Und hier kannst du eben die Future-Märkte handeln. Der große Vorteil bei den Future-Märkten ist halt eben, dass man mit Hebeln arbeiten kann. Und du siehst hier auch schon einmal quasi diese Maske, ne, mit den Charts. Hier hast du die Möglichkeit, eine eigene Watchlist zu erstellen mit verschiedenen Währungen, Aktien, Indizes, was auch immer. Du kannst hier zum Beispiel einmal den S&P 500 anklicken, und falls du den jetzt wirklich traden möchtest, dann siehst du hier einmal einen Bid-Kurs und einen Ask-Kurs. Wenn du jetzt auf fallende Kurse wetten möchtest, dann drückst du hier auf Bid. Wenn du auf steigende Kurse wettest, dann drückst du hier einmal auf Ask. Kannst hier das Ganze einmal auswählen. Das heißt, du gehst jetzt einmal davon aus, dass der S&P 500 weiter steigen will. Hier siehst du dann den Hebel, den du dann auswählst. Du kannst hier zum Beispiel auch einen 10er Hebel auswählen. Dann solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass sich hier der Handelsgegenwert dann eben auch verändert und auch die Margin. Das heißt, wir sehen, dass auf einmal der S&P 500 dann nicht bei 4.700 Punkten steht, sondern auf einmal bei 47.000 Punkten, weil wir das Ganze mal 10 rechnen. Und hier solltest du dann eben darauf achten, dass die Margin dann logischerweise auch etwas höher ist. Und hier kann es dann eben sein, falls du kein Risikomanagement betreibst und dich verkalkulierst und der Markt doch noch unten fällt, dass du dann eben liquidiert wirst, der sogenannte Margin Call, falls dann eben der Markt dann viel zu stark nach unten geht und dein Geld reicht dann doch nicht aus. Was du auch auf jeden Fall beachten solltest, ist einmal hier die Kosten, die dann eben anfallen werden. Wir sehen dann hier quasi einmal Overnight-Kosten und einmal der Spread. Das heißt, du wirst hier einmal quasi das hier zahlen, die 5,39 €, damit du die Position überhaupt eröffnen kannst. Und du wirst hier einmal auch noch die Übernachtkosten haben, die aber nur indikativ sind, falls du diese Position auch länger halten möchtest, falls du jetzt nicht Daytrading betreiben möchtest, sondern wirklich sowas wie Swing Trading oder ähnliches. Die andere Möglichkeit, die du natürlich auch hast, ist, mit einem Limit zu arbeiten. Das heißt, du kannst dir auch vorher bei TradingView zum Beispiel verschiedene Support-Resistance-Linien aufstellen und kannst dann einfach einen Kurs hier antippen, auswählen, wie du das Ganze dann eben angehen möchtest. Falls du dann aber auch wirklich tatsächlich komplett fast automatisiert handeln möchtest, dann kannst du hier auch diese If-Done-Order anklicken, kannst hier einen Kurs auswählen, kannst hier einen Take-Profit, Stop-Loss zum Beispiel setzen. Bedeutet für dich, wenn der S&P 500 jetzt hier bei 4.706 Punkten steht, dann hast du die Möglichkeit, hier diesen Trade zu eröffnen mit einem 10er Hebel als Beispiel. Stellst hier einen Take-Profit auf 4.740. Das heißt, sollte der S&P 500 diese 4.740 hitten, dann wird es automatisch liquidiert und du bekommst deine Gewinne. Du kannst aber genauso gut natürlich noch einen Stop-Loss hinzufügen, wenn du halt eben glaubst, okay, die nächste Supportlinie beim S&P 500 ist bei 4.700 Punkten, dann kannst du hier die 4.700 Punkte eintippen, und sollte man dann halt eben unter diese 4.700 Punkte stoßen, dann wird das Ganze dann wieder liquidiert und du hast nicht einen allzu großen Verlust gemacht. Dann kommen wir auch schon zu Trade Republic, und hier hast du die Möglichkeit, verschiedene Zertifikate und Scheine zu handeln. Das geht bei der Comdirect auch. Wir schauen uns aber das Ganze einmal bei Trade Republic an. Ich mache es am PC, du kannst es aber genauso gut auch in der App machen. Sieht genauso aus. Im Grunde genommen hast du ja die Möglichkeit, hier oben einmal das Ganze aufzumachen. Kannst du zum Beispiel Aktien kaufen, Kryptowährungen, ETFs. Das kennen wir ja schon mittlerweile. Du hast aber auch die Möglichkeit, verschiedene Derivate zu kaufen. Und sobald du zum Beispiel hier auf Tesla draufklickst, geht eine neue Maske auf, und hier sind dann verschiedene Zertifikate und Scheine, die man dann handeln kann, und die werden wir jetzt im Einzelnen durchgehen. Zuallererst klicken wir hier einmal ganz kurz die Optionsscheine an, gehen hier diese verschiedenen Felder durch.
Als allererstes einmal ganz klar, wenn man auf steigende Kurse wettet, dann sollte man die Call-Optionsscheine kaufen. Wenn man auf fallende Kurse wettet, dann sollte man die Put-Optionen kaufen. Danach kommen wir hier zum Basispreis. Das heißt, hier gehen wir davon aus, dass die Aktie von Tesla bei 560 US-Dollar stehen wird oder vielleicht sogar noch höher. Dann kommen wir zum Delta. Das werden wir noch explizit besprechen. Ist so ein bisschen die Volatilität, die hier angezeigt wird von der Aktie. Und danach kommen wir einmal zum Einlösetermin. Das heißt, dann wird dieser Optionsschein dann eben verfallen. Und hier geht man halt in diesem Beispiel davon aus, dass die Tesla-Aktie zum 16.06.2023 bei 560 US-Dollar stehen wird oder vielleicht sogar noch höher. Was wichtig ist und was man auf jeden Fall beachten sollte, ist hier diese Delta-Spalte oder dieser Delta-Wert. Bei Call-Option bewegt er sich zwischen 0 und 1 und bei Put-Option zwischen 0 und minus 1. Und je nachdem, wo er sich gerade befindet, bedeutet das immer wieder eine andere Annahme. Denn es ist so, dass Optionsscheine einen inneren Wert und einen Zeitwert besitzen. Zeitwert kommt davon, da man ja einen Einlösetermin hat. Das heißt, zum 16.06.2023 läuft dieser Optionsschein halt eben ab. Der hat auch einen Zeitwert. Und wenn man jetzt immer noch nicht bei 560 US-Dollar stehen würde, bei der Tesla-Aktie sich aber immer weiter näher zu diesem Wert bewegt, dann wird der Zeitwert logischerweise von diesem Optionsschein dann immer weniger und weniger wert sein. Und wenn man sich jetzt bei diesen 560 US-Dollar bewegt, dann wird natürlich dieser innere Wert bei dem Optionsschein extrem hoch sein, weil man halt eben genau diesen Wert dann eben darstellen kann. Und das Delta ist, je nachdem, wo es sich gerade bewegt, sagt genau das aus. Man kann entweder in the money sein, also im Geld, dann bewegt sich der Delta-Wert nahe der 1, weil man halt zu diesem Termin, wann es dann endlich abläuft, dann genau im Geld ist. Er kann aber auch natürlich bei 0,5 sein, dann ist man ungefähr am Geld. Und er kann dann auch außerhalb des Geldes sein. Das heißt, man ist jetzt zum Beispiel bei 200 US-Dollar, bewegt sich sehr, sehr nahe zu diesem Einlösetermin. Dann ist man wirklich außerhalb des Geldes und dann wird hier auch ein Delta stehen von 0,1 oder 0,2. Für Anfänger sagt man eigentlich, ist die goldene Regel, eher Optionsscheine zu handeln, die am Geld sind. Das heißt, ungefähr ein Delta, das nahe bei den 0,5 ist, weil dort die Volatilität noch am ertragbarsten ist. Ich muss aber ganz klar sagen, ich halte von Optionsscheinen gar nichts. Wir werden später beim CapTrader über echte Optionen sprechen. Die finde ich um einiges besser. Optionsscheine, da verlieren die meisten Leute tatsächlich ihr Geld. Da ist es wirklich sehr, sehr schwer, das Ganze dann auch perfekt zu managen. Denn im Grunde genommen ist es halt eben so, wenn man einen Optionsschein kauft, wenn wir das Ganze hier einmal anklicken, dann sehen wir, der Optionsschein steht bei 5,27 Euro. Wenn aber jetzt zum Beispiel die Tesla-Aktie die nächsten 3-4 Monate nur eine Seitwärtsbewegung hat und gar nicht nach oben geht und wir haben diese Call-Optionsschein, dann wird es auch so sein, dass dieser Optionsschein immer weiter an Zeitwert verliert und daher wird dieser Kurs dann auch immer weiter nach unten fallen und viele Anleger oder viele Anfänger verstehen halt eben nicht, okay, ich habe diesen Optionsschein gekauft, Tesla ist gar nicht abgestürzt, es ist noch gar nichts passiert, warum fällt denn die ganze Zeit mein Kurs? Und das hängt einfach damit zusammen, dass der Zeitwert dieses Optionsscheins immer weniger und weniger wert sein wird. Bei Trade Republic hat man auch noch andere Hebelprodukte, die man dann eben nutzen kann, und zwar die Zertifikate. Zum Beispiel kann man die Faktorzertifikate nutzen. Wenn wir das Ganze einmal anklicken, dann kommen wir hier wieder in die nächste Maske. Wir sehen hier einmal quasi die Möglichkeit, auf steigende Kurse zu wetten oder halt Short auf fallende Kurse zu wetten. Man hat hier auch die Möglichkeit, den Faktor dann eben anzupassen. Also zum Beispiel, das ist im Grunde genommen der Hebel. Man kann zum Beispiel einen Achterhebel dann eben auswählen. Ihr seht dann auch einen ganz grundlegenden Unterschied zu den Optionsscheinen. Es gibt keinen Einlösungstermin, das heißt, das Ganze ist Open-End. Optionsscheine sind in den normalen Fällen oder in den meisten Fällen fast immer befristet. Das Ganze ist hier wirklich komplett unbefristet. Das heißt, ihr könnt das Ganze dann eben anklicken, seht hier einmal den Preis für diesen Faktor-Optionsschein und hier solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr zum Beispiel einen Achterhebel ausgewählt habt, dass natürlich, wenn sich jetzt die Tesla-Aktie um 2% nach oben bewegt, euer Optionsschein dann eben sich um 16% nach oben bewegt, weil ihr halt eben Achterhebel ausgewählt habt. 2% mal den Achterhebel, den ihr habt, bedeuten 16%. Das Ganze geht natürlich aber auch genauso umgekehrt in die andere Richtung nach unten. Und hier entstehen auch die meisten Verluste bei den Seitwärtsbewegungen. Und wenn die Aktie quasi hin und her dippt die ganze Zeit, verlieren die meisten Anleger Geld. Denn im Grunde genommen ist es ja auch so, wenn man jetzt zum Beispiel 100 Euro hat und man verliert 10% von diesen 100 Euro, dann landet man bei 90 Euro. Wenn man aber von diesen 90 Euro 10% wieder nach oben schafft zu gehen, dann landet man ja gerade mal bei 99 Euro und hat somit 1 Euro Verlust.
Das heißt, bei diesen Faktor-Optionsscheinen sind diese Seitwärtsbewegungen bei Aktien tatsächlich tödlich, weil man so langsam aber sicher dann eben ausgeblutet wird. Und das verstehen natürlich auch sehr, sehr viele Anleger falsch und da sollte man definitiv drauf aufpassen. Zu guter Letzt kommen wir dann einmal zu den Knockout-Zertifikaten. Wenn wir das Ganze hier einmal anklicken, dann hat man hier genauso die Möglichkeit, einmal Long oder Short zu gehen, also steigende oder fallende Kurse. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, einen Hebel auszuwählen, je nachdem, wie ihr das Ganze hebeln möchtet. Und wie ihr hier auch sehen könnt, die meisten von diesen Knockout-Zertifikaten sind Open-End. Das heißt, ihr habt ein offenes Ende, wie die Faktor-Zertifikate. Ab und zu gibt es aber auch Knockout-Zertifikate, die befristet sind, genauso wie Optionsscheine. Das heißt, da laufen die aus. Da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Und das wichtigste Feld im Grunde genommen hier bei den Knockout-Zertifikaten ist eigentlich der Knockout. Also wenn man hier quasi auf diese Kurse drauf achtet. Und hier ist es dann im Grunde genommen so, wenn man davon ausgeht, dass die Tesla-Aktie zum Beispiel weiter steigt, dann kann man sich hier einen ganz bestimmten Knockout-Zertifikat auswählen, wo die Grenze zum Beispiel bei 836 US-Dollar liegt, weil man halt selber nicht daran glaubt, dass die Aktie unter diesen Wert fallen kann. Und dann wird man natürlich überproportional von den nächsten Steigerungen von der Tesla-Aktie dann eben profitieren können. Hier ist das aber das Risiko im Gegensatz zu den Optionsscheinen und zu den Faktorzertifikaten nicht, dass man langsam ausgeblutet wird, sondern wirklich, dass man von heute auf morgen Totalverlust erleiden kann. Denn wenn man jetzt diesen Knockout hittet mit der Tesla-Aktie, wenn du zum Beispiel auf steigende Kurse wettest, die Tesla-Aktie aber morgen dann direkt nach unten fällt und auf 800 US-Dollar fällt, dann wird es halt eben so sein, dass wir hier diesen Knockout dann eben hitten und du wirst dein ganzes Geld direkt verlieren. Dann kommen wir auch schon zu der letzten Möglichkeit und zwar zu den echten Optionen. Das ist auch die meiner Meinung nach mit am wenigsten Risiko verbundene Möglichkeit zu traden. Die schauen wir uns jetzt einmal beim CapTrader an, beziehungsweise im System vom TWS. Ich habe mir jetzt aber ein Konto eröffnet beim CapTrader, habe dann quasi dieses Programm dann eben gedownloadet und die Mindesteinzahlung, damit man mit CapTrader überhaupt handeln kann, sind 2000 Euro. Wichtig hier zu wissen, es wird fast immer nur in US-Dollar gehandelt, das heißt man kann hier unten quasi von Mosaic auf klassisches Trading wechseln, so habe ich das zumindest gemacht, kann dann hier einmal für sich selber auswählen Euro in US-Dollar und kann dann das Ganze dann einmal umwandeln. Es gibt auch im Internet sehr, sehr viele Tutorials, weil man jetzt nicht genau weiß, wie das Ganze dann eben geht. Was aber interessant ist, ist, dass man hier die Möglichkeit hat, wirklich echte Optionen, also nicht Optionsscheine wie bei Trade Republic, sondern echte Optionen zu handeln. Das heißt, man kann nicht nur Optionen kaufen, sondern man kann auch Optionen verkaufen. Und das finde ich extrem interessant. Wenn wir uns das Ganze jetzt zum Beispiel bei Palantir angucken, dann kannst du hier einmal Palantir auswählen. Also PLTR ist quasi der Kürzel dafür. Kannst dann hier einmal auf die Optionskette draufgehen. Gelangst hier in eine andere Maske und in dieser Maske siehst du hier die verschiedenen Basispreise. Jetzt ist leider die Börse in den USA noch zu, aber wenn die offen wäre, dann würdest du hier quasi verschiedene Geld- und Briefkurse sehen und hier siehst du ganz oben dann immer auch die Laufzeit von diesen verschiedenen Optionen. Das heißt, du siehst hier einmal eine Option, die 14 Tage läuft, eine Option, die 42 Tage läuft, eine Option, die 70 Tage läuft. Wichtig für dich ist, du suchst dir quasi eine Option aus, die dann halt eine bestimmte Laufzeit hat, von der du dann eben ausgehst, dass das für dich vollkommen in Ordnung ist. Du hast hier die Möglichkeit, links dann eben auf steigende Kurse zu wetten und rechts dann eben auf fallende Kurse zu wetten, also Calls und Puts. Und meiner Meinung nach, die mitsicherste Variante ist halt eben Puts zu verkaufen. Vielleicht hast du ja auch schon was davon gehört. Du kannst dann quasi einmal hier drauf gehen, also mit einem Rechtsklick, kannst dann einmal auf Verkaufen draufklicken und siehst dann hier oben dann Palantir Februar 18.2022 einen Put und kannst den dann halt eben verkaufen. Hier kannst du die Menge dann eben aussuchen, hier würdest du die Kurse dann eben sehen und kannst dann das Ganze dann am Ende übermitteln. Beim Verkauf von Put-Optionen wird es halt eben so sein, dass du sofort Geld bekommst und mit diesem Geld kannst du dann wiederum direkt handeln. Du gehst aber ein Geschäft ein und das werde ich dir jetzt im Einzelnen erklären. Im Grunde genommen, dafür, dass du halt eben das Geld bekommst, gehst du halt einen Vertrag ein, dass du dann eben sagst, dass zu einem bestimmten Datum ein bestimmter Kurs nicht erreicht werden sollte. Denn wenn dieser Kurs erreicht wird, dann bist du halt bereit, 100 von diesen Aktien zu kaufen. Also wenn wir jetzt das Ganze auf Palantir anwenden, dann steht hier dieser eine Kontrakt, diese Menge, die wir jetzt hier sehen, einmal für 100. Das heißt, du bist dann eben bereit, 100 Palantir-Aktien zu kaufen. Und wenn die jetzt quasi gerade bei 17 Dollar stehen, dann müsstest du 1700 Dollar zahlen, damit du diese Aktien dann eben kaufen kannst. Also das muss dann halt eben bei CapTrader dann eben noch da sein, vorhanden sein, damit du diese Aktien dann eben abkaufen kannst. Der Vorteil ist ganz klar in dem Fall, du bekommst halt sofort Cash, ne? Du kannst halt eben das Geld wieder anderweitig benutzen und somit kannst du dir auch, je nachdem wie groß dein Depot ist, halt auch einen passiven Cashflow generieren. Denn wenn die Aktie diesen Kurs nicht erreicht, den du ausgewählt hast, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst,
Bis zum 18. Februar 2022 wird die Palantir-Aktien 10 US-Dollar nicht erreichen. Und sie erreicht diese 10 US-Dollar nicht, sondern am 18. Februar 2022 ist die Aktie dann gerade mal bei 15 US-Dollar. Dann wird es halt so sein, dass du das Geld behalten darfst und du kannst wieder einen neuen Put verkaufen. Und so können sehr, sehr viele Leute, die halt viel Geld haben, einen passiven Cashflow generieren, ihr Geld vermehrfachen, ohne dass sie ein vollkommen großes Risiko eingehen. Denn man kann das Ganze natürlich auch sehr, sehr entspannt auf Aktien machen, bei denen man eh davon ausgeht, dass die sehr, sehr stark sind, beziehungsweise bei denen man selber die fundamentale Analyse gemacht hat und davon ausgeht, dass wenn man die jetzt kaufen müsste zu diesem niedrigen Kurs, dass man da halt wirklich sehr, sehr gut aufgestellt ist, dass es einem wirklich nicht wehtut. Und damit ist man meiner Meinung nach noch risikofrei unterwegs. Denn das einzige Risiko, was man dann eben hat, wenn man zum Beispiel einen Put auf 10 US-Dollar bei Palantir verkauft, ist halt eben, dass die Aktie zwischenzeitlich vielleicht auf 5 US-Dollar fällt, man aber verpflichtet ist, diese für 10 US-Dollar zu kaufen. Ich persönlich denke mir aber, hey, wenn ich bereit wäre, die für 10 US-Dollar zu kaufen, dann tut mir das Ganze jetzt nicht so stark weh, weil ich ja an dieses Unternehmen glaube. Und zwischenzeitlich habe ich aber trotzdem wenigstens die Möglichkeit, einen passiven Cashflow zu generieren. Das ist meiner Meinung nach die beste Variante, wenn man das Ganze machen möchte. Der einzige Nachteil im Vergleich zu den anderen beiden Varianten ist für mich, dass der CapTrader oder generell dieses TWS-Programm für Anfänger am Anfang sehr unüberschaubar sein kann. Das heißt, man muss sich schon wirklich viel damit beschäftigen, damit man so ein bisschen den Dreh raus hat. Das war jetzt meine ganz kurze Erklärung zum Hebeltrading, damit man halt überhaupt als Anfänger so einen ersten Überblick hat. Im Grunde genommen muss man sich damit wirklich sehr, sehr viel befassen, bevor man da jetzt anfängt, hin und her zu traden. Für die meisten ist es eigentlich der bessere Weg, einfach sein Geld zu investieren, gar nicht so viel hin und her zu traden, denn in den meisten Fällen, also 99% der Leute verlieren halt eben ihr Geld. Ihr könnt aber gerne mal in die Kommentare reinschreiben, interessiert ihr euch dafür, tradet ihr, schaut ihr euch auch verschiedene Charts an, versucht mit Optionsscheinen, Optionen, Knockout-Zertifikaten zu handeln, ja oder nein, schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ach krass, du bist ja immer noch hier. Also dann kannst du den Kanal auch genauso gut abonnieren. Ich kann dir zwar nicht versprechen, dass du mit den Informationen hier zum nächsten Millionär wirst, ich kann dir aber versprechen, dass ich dir nicht irgendwelche Trading-Kurse an die Backe laber und dich nicht die ganze Zeit vollspamme mit meinen Affiliate-Links. Das Geld kannst du genauso gut sparen, um dann in Aktien oder Kryptowährungen zu investieren. Übrigens kannst du auch die Glocke aktivieren, um dann halt die nächsten Videos von mir zu sehen.